So sieht sie also aus, die saubere Energiegewinnung mittels Kernfusion. Innerhalb dieser 5 Sekunden werden 59 Megajoule Energie erzeugt. Damit kann man in etwa 3 Liter 20 Grad warmes Wasser zum Kochen bringen. Die Fusion zweier Wasserstoffisotope zu Helium ist die einzige Energiequelle, die sich die Menschheit bis heute nicht zunutze gemacht hat. Also es ist die energiereichste Reaktion, aus der man am meisten Energie schöpfen kann, ist im Prinzip die Energieerzeugungsmethode unserer Sonne. Seit Beginn der 90er Jahre versuchen ForscherInnen im britischen Labor JET zu beweisen, dass Kernfusion tatsächlich rentabel ist. Fusionskraftwerke sind nämlich genau wie beispielsweise Windkraftwerke oder Photovoltaikanlagen CO2-neutral. Um den Energiebedarf zu decken, ohne dabei CO2 in die Atmosphäre zu blasen, bleiben uns nicht sehr viele Optionen, die wir alle nutzen müssen. Und da ist die Fusion eine Option, die wir uns zumindest offen halten sollten. Ich denke, sie ist eine Option für die langfristige Zukunft, für die nächsten paar Tausend, Zehntausende Jahre ist genug Treibstoff auf der Erde vorhanden dafür. Anders als bei den Bodenstoffen Öl und Uran, zu denen nur wenige Länder Zugang haben, sind die Stoffe für Fusionsenergie überall auf der Welt gewinnbar. Also im Prinzip, ich nehme ein Liter Wasser im Meer, nehme daraus den Anteil an Deuterium, das ist 0,015%, und werfe die restlichen 99,9, was auch immer, Prozent wieder ins Meer zurück an Wasser, und nur diesen kleinen Teil nehme ich raus und kann aus dem ungefähr die Energie eines Fass Öl gewinnen. Und auch der zweite Teil, der für die Gewinnung von Fusionsenergie notwendig ist, ist in jedem Land vorhanden. Lithium, ein Leichtmetall, das aus der Erdkruste dem Boden entnommen werden kann. Das heißt, auch ärmere Länder könnten künftig so uneingeschränkten Zugang zu Energie haben. Allerdings? Fusionskraftwerke haben Radioaktivität, nicht im selben Ausmaß wie Spaltungskraftwerke. In jedem Moment ist nie mehr als ein paar Gramm Treibstoff im Fusionsreaktor. Anders als beim Spaltungsreaktor, wo eben der gesamte Treibstoff für die nächsten Jahre in Form von Brennstäben drinnen lagert. Anders als bei herkömmlichen Atomreaktoren braucht man für diese radioaktiven Materialien jedoch keine Endlager, da sie in kurzer Zeit wieder abkühlen. Für die unmittelbare Bekämpfung des Klimawandels kommt die Fusionsenergie wohl leider zu spät. Doch schon in ein paar Jahrzehnten könnte diese Art der Energiegewinnung großindustriell einsetzbar sein. Wir müssen alles in den Kampf gegen CO2 schicken, was möglich ist, um den Klimawandel zu stoppen. Und es wird schwierig genug sein, diese hochgesteckten Ziele zu erreichen, die sich die Welt jetzt gesetzt hat. Also sind diese 5 Sekunden ein wichtiger Schritt in Richtung saubere Energiewende.